Da bin ich wieder mit dem versprochenen DM-Haul. Ich habe zwei volle Tüten. XXL würde ich es jetzt nicht mal nennen, weil es waren, glaube ich, nur so um die 30 Euro. Aber alles Zeug, was ich wirklich diesmal gebraucht habe. Fangen wir einfach mal an mit meiner ersten Tasche. Da ist drin, ganz langweilig. Ich habe hier, glaube ich, in der anderen Tasche auch noch ein bisschen Futter für Nettie. Hier steht nämlich auf dieses Gourmet-Zeug ziemlich arg und beim DM sind die immer recht billig. Ich glaube, das hier kostet 1,70 und das glaube ich 1,60. Also ein bisschen was für Nettie gibt es auch immer. Dann habe ich im Ausverkauf, weil ich glaube, das geht raus. Ich habe es bei der, ich glaube, Michelle Schmidt heißt sie, gesehen, dass die hier rausging, diese Haarkuren. Und die gab es für 95 Cent. Das soll ein Deep Conditioner sein. Ich habe die Marke, glaube ich, schon ein paar Mal bei Primark gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Marke bei DM bleibt, aber ich habe gedacht, für 95 Cent kann man mal drei davon mitnehmen. Dann habe ich mir geholt, weil mir Shampoos ausgegangen sind, das Oil Repair Shampoo. Das hatte ich bestimmt schon ein paar Mal. Ich bin damit immer sehr zufrieden. Vor allem finde ich den Geruch richtig, richtig gut. Das liegt, glaube ich, auch bei 95 Cent oder so. Dann habe ich noch eine Handseife gekauft, und zwar die Ginger and Lemon. Da gab es da, glaube ich, irgendwie einen Rückruf, oder war das die Buttermilchgeschichte? Irgendeinen Rückruf gab es ja dieses Jahr, aber ich liebe beide Gerüche sehr. In Kombination finde ich es richtig, richtig gut. Daher musste die mit. Dann war ich wieder in der Babyabteilung. Dann habe ich hier diese Gesichtscreme für Babys mit Hamamelis und Panthenol. Ich nehme ganz gerne abends momentan Babyprodukte, weil ich finde, die sind ein bisschen reichhaltiger. Und hinterlassen auch ein schönes Hautbild. Wollte ich das hier mal ausprobieren? Es muss ja nicht immer das teure Pinaten sein, weil ich denke mal, bei mir macht es wahrscheinlich keinen Unterschied. Bei Babys kann ich es nicht beurteilen. Glaube ich, dass die relativ gut beide sind. Beide Firmen, die teuren und die billigen. Dann habe ich diese Leichtcam-Bürste. Ich habe die schon in Pink. Und ich muss sagen, das ist mit Abstand wirklich die beste Haarbürste. Die ist bei meinen dünnen Flusen also wirklich einwandfrei, die zieht nicht, kriege die Haare sehr schnell damit durchgekämmt und so groß ist die jetzt auch nicht. Ich habe jahrelang auf diese Wet Brush geschworen, die gibt es immer bei TK Maxx zu kaufen. Die sind auch wirklich richtig gut, aber damit habe ich das Gefühl, funktioniert es besser und ich reiße mir noch weniger Haare raus. Die war auch relativ günstig, ich glaube, die lag bei 4 oder 5 Euro. Deswegen musste die jetzt für die Handtasche mit. Dann war ich noch mal in der Babyabteilung, habe ich hier von Prinzessin Sternenzauber ein Duschgel mit so kleinen Herzchen drinnen. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt. Und es riecht nach Erdbeere. Und ich habe dran gerochen und dachte, oh ja, für den Sommer ist das richtig gut mit den kleinen Herzen. Das hat mich irgendwie auch angesprochen. Da kam der Teenie wieder in mir durch, musste ich haben. Dann, erste Tüte leer, habe ich diese Kaffeelöffel hier entdeckt. Und zwar nutze ich diese kleinen Löffelchen immer, um Nettis Essen quasi aus den Packungen rauszutun. Und ich habe dummerweise solche Kunststofflöffel von Metro gehabt und habe die dann nach ein paar Mal immer weggeschmissen, weil sich einfach die silberne, was wie nennt man das, Beschichtung gelöst hat. Dummerweise habe ich natürlich nicht aufgepasst und meine eigenen richtigen Kaffeelöffel teilweise auch weggeschmissen. Also habe ich hier, sind jeweils glaube ich 20 Stück drin, diese Kaffeelöffel hier gekauft aus Kunststoff. Die sind wohl auch Spülmaschinen geeignet, deswegen für Nettie ist das völlig ausreichend. Habe ich zwei Packen davon mitgenommen. Dann habe ich in meiner Dusche entdeckt, blöderweise, an einer Silikonfuge Schimmel. Daher habe ich mir hier diesen Sacrotan Schimmelreiniger geholt. Da gab es zwar auch einen vom DM, aber ich habe mir gedacht, mit Sacrotan bin ich eigentlich wirklich immer gut zufrieden gewesen. Probiere ich das mal aus. Ich hoffe, das funktioniert. Ich werde es nachher gleich mal ausprobieren und ranpiffen. Der lag, glaube ich, so bei 3 oder 4 Euro. Dann habe ich noch eine Seife. Kokos und Pitaya. Ich stehe ja wahnsinnig auf Kokos und Handseifen verbrauche ich momentan recht viel. Und dachte ich mir, ich nehme die auch mal mit. Dann habe ich noch hier zur Mundpflege bzw. zur Fußpflege. Ihr wisst ja, ich mache immer die Listerine-Bäder. Habe ich jetzt einfach mal von Don Todent eine mitgenommen, weil die einfach auch dieses Ice Fresh hat und ich gespannt bin, ob das genauso gut funktioniert mit den Kühlen der Füße wie bei Listerine. Wenn das der Fall sein sollte, ist das natürlich richtig gute, günstige Alternative. Dann habe ich es nicht sein lassen und habe natürlich hier ein Duschgel mit Kokos und Frangipani geholt.
Das sind ja diese Limited Edition, die es über den Sommer gibt. Und die sind ja wirklich richtig, richtig beliebt bei den Leuten. Und ich habe auch, glaube ich, Kollegin hat das als Deo. Also ich rieche das irgendwie überall und das ist eine coole Sache. Und das musste natürlich mit. Dann zu guter Letzt habe ich hier diese neuen Balea Schönheitsgeheimnisse. Hier das ja auch mit diesem Kokosnuss mitgenommen. Das riecht nach sehr, sehr süßer, künstlicher Kokosnuss. Aber das stört mich ja nicht weiter. Jetzt habe ich natürlich noch keine Reviews dazu gesehen und habe mal die Spülung und dieses Spray, was es dazu gibt, nicht gekauft, sondern nur das Shampoo, weil eigentlich wollte ich ja nur wegen Shampoo los. Aber wisst ihr, wie das ist? An der Kasse kommt es dann immer anders. Und extra vertrocknetes Haar ohne Silikone. Ich bin gespannt, wie das ist, ob das genauso schlecht ist wie diese Garnierteile, von denen ich so enttäuscht bin. Sollte das schlecht sein, schenke ich das natürlich wieder weiter. Gut, das war's. Ein kleiner, schneller Haul mit wichtigen Dingen, die man halt so braucht oder auch nicht. Wie immer, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich wünsche euch noch weiterhin ein wunderschönes Wochenende. Bis bald.